Pferd, zieh dich ganz warm an. Es könnte eng für dich werden, ganz ehrlich jetzt. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir haben sogar zwei Kameras am Start. Heute nochmal einen Kameramann von Ferdi. Wir werden heute eine saftig-knaftige Antwerpen-Food-Tour machen. Und was ich als erstes erwähnen möchte, Jasko ist wieder unser Food-Guide. Und er wird heute wieder ein Tausender, wettet er, dass jeder seiner Spots performt. Und die werde ich natürlich nicht einkassieren, die gebe ich an euch. Deshalb müsst ihr einfach Kommentare reinschreiben, irgendwas. Ne? Und ich suche mir, wenn du verkackst, auch nur einen Spot, kriegt einer von euch einen Tausender. Müssen wir in Form vom Amazon-Gutschein machen oder zwei 500er Gutscheine. Ja. So machen wir das. Und wie wird das bewertet? Nicht. Ich entscheide, ob verkackt hat. Okay. Ich sag einfach, ob verkackt hat. Das ist sehr gut. Bisher war er fair. Er hat ja wirklich das Produkt sprechen lassen. Aber okay, ich gehe da auch mit dem Selbstbewusstsein rein. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, wir gehen rein, Jungs. Wir werden jetzt was köstlich schmecken. Ey, wir machen. Wir schneiden anders. Den Spot, den wir jetzt, das ist der Döner-Spot. Ne? Den seht ihr ganz am Ende. Da vorne ist der Döner-Spot mit knaftigen Istanbul-Spieß. So genau. Gefühlt. Den seht ihr später. Wir sehen jetzt erstmal einen anderen. Und ja. Bis später hier beim Dönerspot. Let's go. Die Crew ist am Start. Vielleicht für euch noch eine Ansage, was es überhaupt alles gibt. Also wir werden auf jeden Fall auch so einen richtig teuren Nobelburger, also so von der Optik, bestimmt zahlen wir über 100 Euro, wenn wir testen. Und das andere, egal. Lasst euch überraschen. Also geilen Dönerspot, übelsten Nobelburger und noch eine Überraschung. Ferdi, denkst du, du bist ja Koch, sozusagen zumindest. Denkst du, du würdest Bernd beim Kochbattle schlagen? Guck mal, Bruder, jetzt mach das nicht wieder so, dann heißt es, ich bin arrogant, ja? Aber ich würde sagen, ich habe eine Chance gegen Bernd. Ja? Ja? Wie viel Prozent? Ich würde sagen, es wird bei 60-40. Also 40 für mich, 60 für Bernd. Okay, okay. Das ist auf jeden Fall nicht arrogant, oder? Ja. Was sagst du? 60 für dich, 40 für Bernd? Krass! Bernd, nimmst du das, die Herausforderung an? Bernd, schöne Grüße, mein Bruder. Ich küsse dich doch. Wenn ihr es sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Das würde ein epischer Battle werden. Also wir sind bei Spot Nummer 1. Wir haben jetzt ja eigentlich schon zwei Läden durch. Die seht ihr dann. Und wir sind jetzt bei 1. Es ist was, was ich wahrscheinlich selber niemals rausgesucht hätte, aber nichtsdestotrotz unglaublich gespannt bin und mich auch freue auf den Spot. Was sehen wir denn jetzt? Ja, es ist ja ein ganz bekannter Trend gewesen in Amerika, dass diese Meeresfrüchte quasi in so eine Beutel quasi, ja, geliefert werden und serviert werden. Wir kriegen jetzt einfach eine Tüte voll mit Meeresfrüchten auf den Tisch geschüttet. Glaube ich. Also wenn es das ist, was ich denke. Okay, es ist aber, es ist eine Kette auch, sowas, eine Franchise-Kette. Genau, die gibt es in Spanien, die gibt es in Belgien, Niederlande, Frankreich. Mehr habe ich nicht gesehen, aber scheint mir auf jeden Fall sehr systemlastig. Da können wir gleich drin fragen. Vielleicht dürfen wir gar nicht filmen. Ja, das ist natürlich auch. Wir fragen mal. Oh, da ist schon meine Lieblingsbedienung für heute. Das sehe ich jetzt schon mal. Hallo. Ja, so ein wilder Laden. Ich habe echt voll Luxus hier Kollegen dabei, jetzt der einmal ein bisschen den Laden abfilmt. Aber trotzdem, auch ich möchte einmal kurz. Erster Spot muss schnell und knackig sein, bis wir zum nächsten gehen. Also würde ich sagen, legen wir los. Also wenn ich so hinter Tresen blicke, das sieht mir halt so wie ein Imbiss um die Ecke aus, so gefühlt. Das, weißt du, ich rieche es halt ein bisschen. Du riechst es sogar, ja? Ja. Da habe ich noch nicht drauf geachtet, aber ich habe so hintergeguckt, das sah so aus, als hätten die noch die Schrimps von gestern da in der Fritteuse hängen. Lass uns überraschen. Ich hoffe, wir lassen uns überraschen. Bist du Meeresfrüchte-Fan? Absolut, feier ich, ja, aber ein Video mache ich selten davon. Ja, sehr gut. Also Freunde, falls ihr Bock habt, könnt ihr nach diesem Video dann bei mir auf den Kanal springen. Weil da gibt es ein weiteres Food-Guide-Video von uns, wo wir uns was Schönes gönnen. Ich bringe den Holle richtig gut essen, ja, hier in Antwerpen. Nach dem Video direkt bei Ferdi rauf, da ist das nächste Video von uns beiden zusammen hier in Antwerpen. Also wir nehmen, denke ich, schon die Combo-Geschichte, ne? Genau, liegt nur nicht meine Nummer, wie die letzten Zeit. Ach ja, zeig die aber einfach nicht, sonst kann nichts passieren. Haben die Leute angerufen? Ich glaube, das ist in YouTube-Geschichte einzigartig, nicht, dass ich stolz darauf bin, aber ich habe in zwei Videos hintereinander die Nummer vom Kollegen geleakt. Scheiße, voll Trottel. Also nur noch mal zum Erklären, man kann alle Fischsorten separat bestellen, ne, oder eben diese Kombopakete, wo Fisch drin ist, Kram drin, dann hat es Maiskolben und das Ganze wird dann in den Beuteln serviert mit verschiedenen Soßen. Das heißt, die Soßen können wir auch noch aussuchen. Okay. Sollen wir eine Kombo-Platte für drei Personen? Zwei bis drei. Ja, das reicht, ne? Sieht gut aus. Guck mal, echt, die haben verrückte Cola hier. Und die haben Plastikstrohhalme. Die sind aber in der EU seit dem 1.7.2021 verboten. Ich glaube, die sollten wir anklagen. Wir hauen das jetzt einfach auf den Tisch, ne? Einfach, ach, das kommt wirklich einfach auf den Tisch? Ja. Ach, krass. Also. Jetzt geht's rund hier.
No place. Hallo, das ist Fingerfood, Fingerfood, Bruder. Wild, ey. Krass, viel ey, was Reis, haben wir ne? hier alles? Zu viel Reis. Ja, das ist zu viel Reis, sie haben übertrieben. Wo sind die Soßen? Wo sind die Soßen? Die sind drin. Also ich musste jetzt aber einfach hier rein snacken. Also ich irgendwie in europäischen Manieren sagen, ich kann da jetzt nicht einfach rein. Doch, guck mal, ja? du hast jetzt hier, das weiß ich nicht, was ist das, Bruder? Das ist Sucuk, Alter. Was ist das? Das sieht alles so illegal aus. Das sieht ganz gefährlich aus. Also wir haben hier einmal die Kartoffeln, die Krabbe, den Hummer, ne? Guck mal, der Hummer ist hier. Sehr würzig. Knackst du uns auch? Ja. Was das hier beißt, sieht da jetzt so rein? Ich weiß nicht, was das ist. Kartoffel, glaube ich. Das sieht, ist eine Kartoffel? Ja, echt eine Kartoffel. Ja. Wie dumm sind wir? Das, ich habe gedacht, das ist eine Wurst, Alter. Die hat gutes Aroma, ist viel zu hart geworden. Harte Kartoffeln finde ich gehen gar nicht. Boah, das ist echt asozial, ne? Guck mal, wie das hier runtersaftet. Also für euch erstmal, Seafood ist wahrscheinlich so das Essen, wo ich am wenigsten zu sagen kann, weil ich nie Seafood esse. Absolut keine Erfahrung. Ich gehe jetzt einfach random rein. Ich spüre einfach erstmal nur Schärfe. Zwar jetzt nicht übertrieben doll, aber durch dieses Cajun. Guck mal, beim Hummer musst du die Schere entfernen und dann halt dich ran. Tasten, ne? Und das ist halt übel das Gift hier die ganze Zeit hier. Fimmelarbeit, ne? Fimmelarbeit, ja. So. Aber du auch. Das sieht sehr gut aus. So, oh, guck mal, jetzt bin ich hier gespannt. Also ich mache jetzt mal, wie Ferdi sagt, ich dippe hier rein. Ja, mach mal. Ich muss sagen, der Hummer schmeckt sehr gut. Findet ihr? Die Sichuan-Schärfe, Bruder, ist auch sehr gut. Kannst du nicht überall essen. Ich mag das nicht, ey. Ne? Schmeckt so gefühlt nach Plastik, das Ding. Ich weiß es nicht. Ne, das Ding ist, guck mal, ich esse sehr oft Seafood, aber am liebsten esse ich Seafood ohne großartige Gewürze. Naturell. Einfach naturell. Die bekommst du aber zum Beispiel jetzt, gerade das hier ist ja einfach der Hype. Das ist, glaube ich, in Amerika gestartet. Das ist jetzt einfach viral. Das wird auf Instagram und TikTok gut gepostet. Deswegen isst man das. So als Abwechslung finde ich das geil, aber ich würde immer bei klassisch Seafood bleiben. Einfach klassisch, ohne große Gewürze. Weil Seafood spricht für sich. Du hast ja schon diese Meeressalz drin. So. Die Salz ist schon da, du brauchst gar nicht viel nachwürzen. Ja, da bin ich zum Beispiel sehr gerne unten mit Mediterran unterwegs, wenn so Balkan, Kroatien, Montenegro hat immer sehr geile Seafood. Ich bin auch Seafood-Fan, die letzten Mal auch in Marokko, heftig, aber ich finde Hummer. So wie frittieren. Das ist für mich ein schlechtes, das ist kein Qualitätsmerkmal. Aber Hummer hat, finde ich, der jetzt zumindest einen komischen Beigeschmack. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich würde jetzt mal sagen, man mag es oder man mag es nicht, ist es einfach nicht mein Ding. Aber dafür finde ich jetzt den Tintenfisch finde ich in Ordnung. Der ist zwar so auch an sich ja relativ geschmacksneutral, du merkst nur das hier, glaube ich. Ist das nicht der Tintenfisch? Haben wir Tintenfisch über Rochelle? Ich weiß nicht, das ist doch Tintenfisch. Wir haben eigentlich keinen Plan gemerkt. Doch, das ist Tintenfisch. Man muss die Konsistenz mögen. Der ist relativ geschmacksneutral und lebt durch die Soße. Bruder, du musst da eine Stunde lang rumfiemeln, bis du kleines Häppchen Fleisch in die Fresse bekommst. Irgendwas weißt du? Bekommst. Wie wird das denn gegessen? Ich habe keinen Plan wieder. Also wirklich, Leute, ich habe gar keinen Plan. Zack. Was ist hier? Mit dem Hummer, kommt da noch was raus? Und dann nimmst du hier. Oh, der Darm. Hast du den Darm jetzt erwischt? Ich freue mich auf alle Kommentare, die uns fertig machen, wenn wir Seafood essen. Macht uns ruhig fertig. Macht uns ruhig fertig, haben wir verdient. Dankeschön. Du darfst nicht mit den Handschuhen essen, Bruder. Ich stehe auf Mikroplastik. Ja. Also Shrimps haben einen geilen Eigengeschmack und von der Konsistenz feiere ich das auch sehr. Ich würde sagen, ist das normal so leicht mehlig? Ja. Aber ich feiere ich. Also die Shrimps sind geil. Das wird nie der Spot, den wir allen empfehlen, um qualitativ richtig geil und schmackhaftes Seafood zu essen. Aber das so zu bekommen, Mann, ist auch einmalig. Also ist ein Erlebnis, ist ein Erlebnis, ja. Genau. Bisschen sharing, alle zusammen, keinen Teller, voll Spaß. Es ist irgendwie so ein Gruppenereignis, so. Mhm. Dafür ist es empfehlenswert, aber man muss dazu sagen, auch zu Jasko, zu dem Wettbewerb, Jasko hat keinen dieser Spots gegessen. Jasko hat alle nur per Instagram gescoutet oder auch übers Internet. Meint ihr, dass das Fischwurst ist? Was sieht so aus, was soll es sein? Ist es eine Wurst aus Fisch? Schwein kann es nicht sein, oder? Was heißt denn Pork auf Deutsch? Ich hab Schwein. Oh! Ehrlich? Aber ich kann es nicht identifizieren. Weißt du, was es ist? Irgendwas erinnert mich das. An die Bockwurst gestern. Ja. Sorry, it's sausage. Yes, it's chicken sausages. Chicken sausages.
Ach, Chicken Sausage. Thank you very much. Also für mich, das Highlight sind die Shrimps. Also ich finde die Shrimps richtig, richtig lecker. Die Shrimps sind lecker. Ja. Die Shrimps, also bin ich auch bei dir, sind sehr lecker. Weißt du, warum ich Hummer nicht verstehe? Warum? Erstens, der Preis finde ich absolut nicht gerechtfertigt für den Genuss, den ich dabei habe. Und zweitens eben auch, dass da eben so wenig dranhängt, weißt du? Wir waren ja mit dem Bernd Sehner Meeresfrüchte essen und der hat dann die Schere aufgeknackt, hat das Innere gegessen, habe ich gesagt, ja, und was mit dem Rest vom Hummer? Ich sage, ja, das war's. Ach so, wusstest du auch nicht, dass das nicht mehr... Nee, da gibt's nicht viel mehr. Also ich weiß, dass man jetzt zum Beispiel hier die Dinger auch squeezen kann. Hier, genau, guck mal, das ist... Mit dem pickst du das Ganze raus. Oh, der Maiskolben auch geil. Richtig hart. Würdet ihr wiederkommen? Nein. Ich auch nicht. Es war nicht schlecht, aber guck mal, Preis-Leistung, 130 Euro. Überleg mal, was für Fleischspieße wir hätten verspeisen können. Mhm. So, guck mal hier. Zeig, holst es raus. Also, komm, gönn dir das. Das hast du echt viel gearbeitet. Ja, das ist richtig harte Arbeit. Mich zieht es jetzt nicht so, dass ich sage, ich würde hier nochmal hinkommen. Aber cooles Feeling irgendwie zusammen. Ja. Ich würde sagen, viel gibt es jetzt zu dem Spot gar nicht mehr zu sagen. Ich krieg später die Bewertung, wir machen das fair. Ja. Ne, weil man muss auch einschätzen, einfach, weiß nicht, Hummer, wie gesagt, einfach nicht meins, muss man zugeben. Also man muss sagen, qualitativ ist das nicht schlecht. Es hat schon eine gute Qualität. Ja. Also ich würde sagen, wir gehen einfach zum nächsten Spot. Jetzt kommt Burger mit Kaviar. Ein richtig teurer Burger, 53 Euro im Menü mit dem Kaviar haben wir, glaube ich, gezahlt für Burger mit Kaviar. Der Kaviar geht auf den Burger rauf, da können wir auch mehr zu sagen. Da kann ich auch mehr zu sagen. Das ist für mich Fremdgebiet. War mal eine Erfahrung wert. Ja. Und dann sehen wir uns bei Spot Nummer 2. Ich habe gerade erfahren von den Jungs, ich habe nicht gesagt, dass wir in Antwerpen sind. Also wir sind in Belgien. In Belgien. Ich habe es aber in den Titel geschrieben, mit Sicherheit. Stimmt. Holle, kannst du mal deinen Lambo wegparken? Ja, nee, ich habe gerade die Schlüssel. Oh, die Felgen, der macht genau das gleiche mit den Felgen wie ich. Der ist genau ein Idiot wie ich. Also, jetzt kommt der Spot mit den ultra teuren Burgern, würde ich prognostizieren zumindest, denn ich habe Kaviar gesehen auf dem Tisch. Das riecht hier direkt nach Holzkohle. Das ist Private Dining, ist extra für uns heute gebucht. Ja, geil, extra für uns gebucht. Ja, du musst es auch klopfen, das erinnert mich, wenn man im Rotlichtmilieu irgendwo klingelt. Die haben einfach ein riesen Big Green Egg in die Mitte gestellt, Alter. Stark. Das ist ein Kamado-Grill quasi, ein Keramik-Grill. Keramik-Ei nennt man das auch. Und das ist die größte Version, die es gibt für Partys eben. Ist da Holzkohle drin? Holzkohle, ja, und weißt du, was noch krasser ist? Damit umzugehen, ist eine Kunst für sich. Mache ich auch zu Hause. Also ich hast Keramik du so einen? Ja. Aber einen kleinen hast du? Ich mache dir auf dem Ding Sachen, du wirst dir die Finger ablegen. Aber du hast einen kleinen. Ja. Sehr klein? Mittel. Okay. Ferdi, ist kein Problem, die. Da kommt es nicht drauf an. Guck mal, ich kann dir jetzt ein bisschen was dazu erzählen, wenn du willst. Ja, gerne. Also guck mal, das Ding ist für das, was sie jetzt machen, viel zu überdimensioniert. Ja. Auf dem Ding machst du eigentlich so Barbecue, lang geräuchert, 10 Stunden, 20 Stunden, weißt du, für sowas ist das perfekt. Aber kann man mit dem auch wahrscheinlich geile Burger machen, okay. Ja. Okay, 20 Stunden so eine Dinger machen, mal räuchern, smoken. Hammer. Und stark. We will take the halal version, ja? Yeah? Was machen wir jetzt überhaupt hier? Wir bestellen jetzt Burger, oder? Genau, wir bestellen Burger. And I also saw you serve caviar with caviar the burger. Caviar also, yeah. And we would like to like the super luxury version we would like to take. Yeah? Okay. Do you have some offer like this for the luxury with the caviar? Warte, so? Ich muss reingritching. We need the most expensive burger. Wir machen mal Englisch. Ja. Deutsch geht auch? Ja, natürlich kein Deutsch. Warum schreckst du uns hier an? Okay. But not too much. Yeah. Okay. Not too much. What is the most expensive burger in your shop here? Oh, okay. The special one, all of them are the same price. Oh, know? With tartar and so, that's interesting. Le chèvre is some combination between sweet and salt. Yeah. Jungs, sollen wir Folgendes machen. Wir nehmen uns, um den Burger richtig bewerten zu können, wirklich die Cheeseburger und mit Kaviar. Oh, dann lass mich einen anderen probieren. Ja, okay, machst du einen anderen. Ich will einen anderen. Okay. Magst du italienische Burger? Ich nehme auch zum Testen, wie du sagst, einen klassischen. Geht nicht anders. Ja. Frag auch gleich Ferdi, was der Scheiß soll hier. Okay. Komm, wir gehen nicht weg vom Ursprung hier. Bleiben wir beim Cheese. Guck mal, beim Kaviar gibt es auch Riesenunterschiede. Ne? Es gibt zum Beispiel, der originale Kaviar ist ein Störkaviar. Ja? Also die unterscheiden sich in der Größe, in der Textur, aber Kaviar ist Kaviar. Also man kann nicht sagen, das ist schlecht oder das ist gut. Alles ist original. Ne? Nur gibt es Unterschiede. Hechtkaviar ist ein bisschen kleiner, Störkaviar ist aber das Original, was man kennt. Ist das teuerste auch der Störkaviar? Teuerste, aber warum? Weil es halt zu wenig auf dem Markt gibt.
Es ist rein, weil es einfach eine Rarität ist, genau. Würdest du sagen, es ist das Gold des Meeres? Nicht unbedingt. Das ist ein absolutes Luxusartikel. Das ist sogar der seltenste, den du kriegst. Guck mal, das ist der schöne Störkaviar. Ne? Der hat genau die Konsistenz und die Größe, die es haben soll. Das ist sehr witzig. Ne? Normalerweise würdest du ja jetzt einen normalen Eisenlöffel nehmen. Ne? Das ist jetzt ein Plastiklöffel, ja, damit er quasi den Geschmack und die Salze nicht neutralisiert. Weißt du? Ah, macht Sinn. Und dann, wenn du es ganz auf Ding dick machen willst, weißt du, dann legst du den hier drauf. Das will ich auch gleich. Ich muss den einmal probieren. Riechst du? Was, wenn die Hand nicht gewaschen ist? Da hat der Arsch gehabt. Geil. Ja. Pass auf, Bruder. Pro Ding sind das 3-4 Euro. Ne? Ja, ja, ist so, ne? Wahrscheinlich sogar mehr. Leichten Salzkick, sagst du? Ja, ganz minimal. Ne? Umami, würde ich sagen. Ja. Du wirst jetzt voll Umami haben, nur eigentlich. Ich muss sagen, ich dachte, der schmeckt jetzt übel schlecht, weil ich so den Billig-Kaviar, manchmal gibt es glaube ich bei Rewe auch, yeah, aber als ich es nachmache gestern, aber das ist immer so intensiv salzig. Das ist cremig, ne? Das ist ganz cremig, leicht fischig, leicht salzig, schmeckt wirklich gut. Muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Kau nicht drauf, lass es zergehen, ja? Nicht drauf kauen. Lass es so auf den Gaumen zergehen. Siehst du, du brauchst gar nicht kauen. Schmeckt sehr teuer. Ja? Aber nein, wirklich sehr gut. Zergeht im Mund, du brauchst echt nicht kauen. Du brauchst nicht kauen. Es zergeht wie so Gelee. Genau. Zum Beispiel beim Hecht hast du mehr Biss, weißt du? Ich werd voll dekadent jetzt, ey. Ich glaube, ich bestelle mir Kaviar heute. Could you give me your deliverer? Ey, Bruder, weißt du, dass der größte Kaviarhändler weltweit... Dein Cousin ist? Nein, aus Hamburg kommt. Ehrlich jetzt? Ja. Und er ist Perser bestimmt, ne? Und der Cousin von Shakira. Wild. Lange kein Burger mehr mit Emmentaler gegessen, ist relativ mild. Toastcharakter, Brioche, Hefe, Butter, riechen gut die Dinger. Jetzt sind sie perfekt. So haben die auch immer die gleiche Qualität mit den Durchlauftoastern. Die hauen, muss nur dreimal durchhauen. Das ist Präzisionsarbeit. Ja, guck mal, wie genau er das macht. Ich werde euch auch gleich eine Sache noch sagen, aber das sage ich erst, nachdem wir gegessen haben. Ja. Die habt ihr ja nicht mitgekriegt, aber das wird euch überraschen. Okay. In Bezug auf den Burger? Auf den Burger, ja. Okay. Also ich würde deshalb beinahe sagen, für diese Laden zählt nur meine Bewertung. Er hat schon gesagt, die haben für Halal halt nicht so viel Community, deshalb ist das Deep Frozen, also tiefgefroren. Du machst die Bewertung. Ja, verlass euch auf mich. Aber ganz ehrlich, Hunde, Deep Frozen muss nichts bedeuten? Nee. Muss nichts, aber für einen Burger ist schon, also ich, den Burger muss mir erstmal geben, der mitteilen kann mit einem frischen beim Burger. Nee, kann er nicht. Aber der Fleischgeschmack bleibt teilweise wirklich gut, sehr gut erhalten, bis nicht schlechter halt. Ja. Ne? Die Textur, die kriegst du halt nicht wieder hin. Aber erstaunlich, was ich schon an Fleischgeschmack bei TK-Produkten hatte, das ist 100%. Ja, deswegen, das muss nichts bedeuten, so, aber klar. Das ist mit Ei, das man auch mit Ei bestrichen hat, Ferdi, ne? Ja, 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 ja. Ja. Er snackt einfach den Kaviar weg. Ja, wie wenn's Ding wäre, so Schleckerli, weißt du? Ja, 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 kleiner Leckerli. Ich snack mal hier den Kaviar weg, so jedes Mal 4 Euro in der Fresse. Ja, für den Tausend, den er heute lässt, ist das nicht. Wie ein Joghurt. Hochbereit. Zwerge für Jasko. Als kleines Kind hat er das immer so auf der Feschbrot bekommen, draufgeschmiert. Jasko, was hast du dabei? Kaviarbrot. Statt Babymilch hat er Kaviar bekommen. Der hart von außen gebacken, ne? Ja, ne? Mayo nochmal. Boah, das ist meiner.
Wie viel möchten Sie? 6 Euro oder 10 Euro? 4,5. 4,5 Euro. Okay, dann müssen wir hier. So. Das sind, machen dann einmal 4,5. Oh, das merkst du gar nicht. Das ist wirklich ein Luxusartikel, was du so nicht brauchst. Ich finde es interessant, wie er jetzt das bewertet. Ne? Ich sehe das jetzt zum ersten Mal live. Du wirst erstmal zum Burger sagen, sehr senflastig. Und auch sehr bunlastig. Das Bun ist schon special und geil. Du hast ein geiles Butteraroma, dieses Brioche-Aroma. Krass. Einzigartiges Bun auch. Du hast wirklich außen gefühlt wie so ein Zelt. Du beißt rein und ein dickes Kissen von innen. Und du hast sehr präsent auch im Geschmack gerade die äußere Schicht. Also vom Biss her. Sie geht nicht so leicht weg wie bei anderen Brioche-Buns. Fleisch und der Rest geht ein bisschen unter. Schick mal deine E-Bahn. Ich bin ein Tausender. Hast du schon rübergeschickt? Ich nehme jetzt auch mal Kaviar rauf. Diese Enttäuschung. Der Bruder hat mich auseinandergenommen. Komm, ich gebe dir sogar 10 Euro, okay? Du gib mir einen Zehner. Du das kriegst einen Zehner. Der teuerste Burger bis meines Lebens wahrscheinlich. Meiner auch. Dein teuerstes Burgererlebnis. Also positiver Blickwinkel nochmal am Burger. Geile rauchige Note gehabt von der Soße, denke ich mal. Kaviar, auf den Kaviar bezogen aber. Geht komplett unter. Man hat ganz kurz so eine leicht fischige Note. Das war's aber. Es ist ein teurer Gag, den man sich macht, aber geschmacklich lohnt es jetzt nicht. Ne? Also absolut nicht. Es ist wie gesagt, das Besondere beim Kaviar ist diese Umami-Note und diese Salzigkeit, die du in Gerichten zum Beispiel als extra dazu gibst, wo Salz halt notwendig ist. Aber hier keine Chance gegen dieses Fleisch. Ne? Good. He's still pro. We just. Ich weiß nicht, wie dein Fleisch schmeckt. Bun ist nicht schlecht. Merkt man dieses Hausgemachte. Zusammensetzung aber komisch, auf Salat und so. Und was mich als übertrieben enttäuscht an dem Burger, ist das Fleisch. Bei mir. Jetzt hast du ein Freilandtier, was auch noch Frischfleisch ist und so. Also ganz anderes Produkt als Ferdi und nicht wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob das performt. Aber bei mir muss ich auch mal ehrlich sein jetzt, auch wenn das jetzt für mich nichts Besonderes wäre, wenn wir jetzt bewerten würden, aber er bewertet ja alleine. Und Fängig Fleisch bin ich jetzt nicht so angetan. Was sagst du, Ferdi? Einmal noch vielleicht das Fleisch auch von innen, so ein kleiner Biss mal. Der Bun ist gut, geile Kruste. Hab kurz gedacht, so ist es Lauge, weißt du? So geht in die Richtung schon. Fleisch wahrscheinlich durch die TK-Geschichte. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, eben sehr, sehr schwierig. So der Belag ist auch, geht auf jeden Fall nach oben. Also bei mir geht besser. Bei mir ist auch schwierig, Leute. Also mein Patty war auch vorgebraten. Das war angebraten schon und dann nachgebraten. Du hast halt gemerkt, dieses Medium-Feeling, was du sonst hast, ist nicht drin. Generell vom Biss vom Burger, das ist so der größte Kritikpunkt. Du hast halt ein recht stumpfes Erlebnis. Das ist recht brotig. Vom Absolut. Patty auch recht hart und einfach... Ich finde auch Eisbergsalat hat eigentlich im Burger so direkt nichts zu suchen. Schwierig, das so zu machen. Du hast zum Schluss dieses, ich möchte jetzt nicht sagen amateurhaft reingelegt, aber ist so ein bisschen amateurhaft. Platziert, guck mal, der Salat. Ja. Ich will es nicht sagen. Eisberg kann richtig gut sein, aber wie platzierst du es? Wo platzierst du es? Welchen Teil nimmst du? Weißt du, wenn du gegen die Mitte gehst, hast du mehr. Ich finde sogar, Eisberg passt richtig gut zu Burgern, aber nicht das, wie es gerade ist. 1:1 umgesetzt, genau. Also Bewertung seht ihr später, aber ganz am Schluss alles zusammen. Ja, cool. Ja. Geil. Nehmen wir die mit, würde ich sagen. Also ich werde mal einstimmen noch mit einer Sache. Ihr könnt gleich auch gerne was dazu noch sagen. Es tut immer ein bisschen weh, wenn es jetzt nicht so performt. Aber eine Sache, die ich auch beim reinbeißenden Burger gemerkt habe und die er mir auch noch bestätigt hat, ist es normal, du kannst nicht nach dem ersten Tag Burger Buns wegwerfen. Und ich finde, man hat gemerkt, dass die Buns auch nicht von gestern waren, nicht von heute. So hat er eben auch noch mal bestätigt. Er hat jetzt gesagt, welcher Tag, aber das hast du beim Anfassen, finde ich, schon gemerkt. Und auch beim Burger reinbiss. Ich kenne dieses Feeling. So, das wollte ich noch zu mir sagen, was ich vorhin nicht losgeworden bin. Und halt die Aufbauweise, alles, da muss mehr Expertise rein. Ich wollte jetzt drinnen nicht so Ding schlecht reden und ich will es auch nicht schlecht machen. Ne? Aber auf jeden Fall sehr viel Potenzial nach oben, vor allem bei unserem Fleisch. Wir hatten ja das tiefgefrorene Fleisch. Hast du gleich gemerkt, so okay, die Textur passt gar nicht. Ne? Also für einen Burger ist das echt mangelhaft fast schon. Herzlichen Glückwunsch an dich und die Community. Da warten wir nochmal ab, mein Lieber. Wir müssen unter 8 gemeinsam bewerten. Lass ihn nachher hops nehmen. Ja, das tun auf 8. Wir nehmen das gut nachher hops und tun so, als wäre es doch eine 8. Lauf. Mal gucken, wie er reagiert. Okay. Sag gerade zu Jasko, wie optimistisch du bist, obwohl den Spot hat er ja noch nie getestet, hat per Fandiagnose den ausgewählt und trotzdem tausender rein, Alter. Ich habe jetzt 5 Videos gehabt, das ist das 5. Video mit dir. Und alle anderen, die habe ich getestet, da war ich mir zu 100% sicher. Und hier dachte ich, komm, so ein bisschen Mut zum Risiko. Der sah auch gut aus auf Instagram, dann mit dem Grill, dann die Geschichte, Kaviar. Ich habe ihm einfach vertraut, aber naja, ich guck mal später, wie er bewertet. Vertrauen niemanden außer dir und deiner Mama, Jasko. Okay. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ist besser, ja.
geschockt war, wo der einfach den Burger angeschnitten hat, um zu gucken, wie sein Gargrad ist. Ja. Und ich frage auch noch vorher, wie er seinen Gargrad testet. Und der schneidet einfach den Burger. Er macht so ein Loch. Ich habe gedacht, der will da jetzt, weil du gesagt hast, es gibt eine Überraschung. Ich habe gedacht, okay, der füllt da jetzt Käse rein. Oh, nee. Dann gucke ich, der versucht seinen Gargrad zu prüfen. Habe ich gedacht, scheiße. Außerhalb des Videos, ich dachte, er macht so eine Fernfahrer-Bucke jetzt da rein. Und zurück beim Dönerspot, wo wir eigentlich schon am Anfang waren. Das seht ihr jetzt als allerletztes. Ferdi, was erwartet uns jetzt hier? Du warst eben drinne. Ich war schon drin. Es erwartet uns ein klassischer Spieß, den man eigentlich auch aus Istanbul kennt. Ne? Ja. Ich freue mich drauf. Das fässt sich schon wieder so stabil an. Ja, du bist eine Rakete, Mann. Habe ich schon abgeklärt. Bruder, ich habe schon ein Statement abgeliefert. Oh, sorry. Hallo. Hi, how are you? Ja, gut so, du, ne? Ja, ja, zeig mir noch mal andere Pose. Bam, bam, bam. Geil. Oh, yes, yes, like this, like this. And now a sexy look. Now look sexy. Yes, like this. Oh, guckt euch das an. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Und guckt euch noch schön rosa hier. Geil, Mann. Geil, geil, geil. Das macht doch Holz rein, der Bruder. Boah, das ist aber voll Istanbul-Style. Also, Jasko, du gehst aber ganz auf Nummer sicher. Du weißt, was mir gefällt, ne? Bro, ich weiß, was dir gefällt. Das ist halt natürlich, guck mal, das hast du nicht oft. Klar, Ferhat, du riechst schon die Holzkohle. Ne? Das ist schon, ja, das Holz riecht einfach sehr. Und wenn wir auf Istanbul mit den Pepperonis da unten noch drin, ne? Alles. Ich weiß, ich will auch kein Risiko eingehen. Ich sage immer 1000 Euro und so, aber ey, Alter, das tut schon weh. Ja, 1000 Euro tut weh. Wir dürfen ehrlich bewerten, ne? Ehrlich. Ja, muss. Oh, er schneidet. Oh, ich möchte mal das Fleisch. I want to licht up the Fleisch. Englisch und Deutsch. Licht ab ihr Fleisch. Englisch. So geil, weißt du, der ist Creator, der Kameramann, alles in einem, ne? Ja. Der Rolle. Want to film the meat oder was hätte ich sagen müssen? Nein. Der ist ja bester Mitarbeiter. Am besten Mitarbeiter, Jasko Silovic. Du selbst. Ach so, oh, scheiße, ich selber. Brother, you speak English? I speak English, France, okay. Netherlands, Dutch. No, not Turkish? No Turkish. Oh, brother. Ben Turchi Kunshuk. Yeah, okay. What meat is this? That is Lamsfleisch and Rundfleisch. Okay, also Rindfleisch und Lammfleisch. Rindfleisch und Lammfleisch. Klassisch, ne? Ja, sehr gut. Und eine richtig dicke Waage haben wir am Start. Wie wir eins gelernt haben, Butter, mehr hilft mehr. Und da scheint auf jeden Fall viel Verwendung für Butter hier zu sein. Hier ist der Star. Ah, you're the chef. Tommy. Tommy. Nee, Max. Max. Max, what's your name? Holger. Heule? Holger. Holger. Also er möchte uns erklären, wie viel Prozent von welchem Fleisch da ist. So, ah, ist auch okay. Yeah. Okay. So, actually we have 70% of beef, 20% of lamb and 5% veal. We use. That's okay. All wheel is cut. And everything is hand marinated 2 days and 1 day it's all pushed on top. Okay. Everything is fresh and actually hand pushed, so finished. So nothing is deep frozen? Nothing. And okay. What kind of fat you use? Lamb fat? Lamb, yeah. Okay. Okay. Ganz klassisch, also so wie wir es kennen. Nichts ist TK, handmariniert, eingelegt. And finished. Wenn die ausverkauft sind, die ausverkauft. Okay. I try to ask you a question. Where the recipe you use for the kebab? This we took from Istanbul and we keep it in Istanbul. Yeah. Das ist genau wie ich gesagt habe, weil ich war ja in Istanbul und habe die originalen Spieße mitgebaut und genau nach dem Prinzip ist gebaut. Okay. Gibt so it's a secret one. We don't tell anybody. Okay. Gibt es auch ein Gesetz, was passiert hier in diesem Laden, bleibt in diesem Laden? Is it like what happens in Vegas stays in Vegas?
same principle? Exactly the same. But you know, one good thing, it's one ticket less to Istanbul. Yeah. When you come here. It's not that far away. Yeah, that's fine. Yeah. Okay, okay, perfect. Thank you. It's nicht so weit wie Istanbul. Yeah. Das ist der Vorteil. Okay, geil. Wow, it's amazing here. Amazing. Geiles Wort. Amazing, amazing. Holle is amazing. Sorry. Yeah, no problem. You're welcome. You're welcome, aber völlig falsch jetzt, oder? Geile Soßen hier auch. Also, das sind Soßen, da musst du. Du überlegst ja auch an meiner Stelle, geil, ohne Soßen hier und da. Aber du musst die Soßen probieren. Du siehst sie, du musst. So muss es in einem Laden sein. Sogar zwei verschiedene Schafe passen, wenn mich nicht alles täuscht. Was ist das für ein geiler Scheiß, Alter? Pferd, zieh dich ganz warm an. Es könnte eng für dich werden, ganz ehrlich jetzt. Ah, it's the owner. Yeah, oh. Hey, hello. Hey, hello. How are you? How are you? I'm nice fine. And you? Very good shoes. Thank nice you. Meet you. What amazing store. In Germany, we have only three stores like this. This one, so much better than in Germany. Yes, you're welcome. Warum sage ich immer, you're welcome? Ich sage immer falsches Englisch. So amazing, so amazing. Klar, aber so eine Scheiße. Ich sag zu jedem, you're welcome. Also bitteschön. Ja, bitteschön. Genau, gern, gern. Nicht zu danken, ist auch okay. Ja, bitteschön. Ja, bitteschön. Ja, hab ich doch richtig dann gesagt vielleicht. Ja. You're welcome, ja, sagen sie doch immer. Ja. Yeah, you're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Hab ich gelernt. Sag mal, deine Community, ob die Lust haben auf ein Englisch-Tutorial mit dir. Die einmal die Woche. Wollen ein Englisch-Tutorial mit mir, dann werden wir das irgendwo einbauen. Geile. Zur Not bei Twitch, Leute. Englisch. Englisch. Englisch, ja. Do you have homemade Iron? Yes. Okay, then also one homemade Iron for me. Also, ich werde nur und wirklich einen Döner essen. Wir können jetzt hier nicht mich querbeet durchessen. Nein, nein, wir konzentrieren uns schon auf den Spieß, ne? Aber ja. Ich nehme einen Döner-Teller, so einen Döner-Platz. Ich auch. Also, ich bewerte das wie in Istanbul, dass wir das Fleisch an sich bewerten. Und wir haben ja mega geiles Brot aus dem Tandoorofen. Hammer. Sollen wir uns eine teilen? Nein, Bruder, ich hab schon noch. Ja? Ich hau rein. Bruder, bei mir endet so eine Fressorgie immer mit einer Orgie. Also. Sehr schön, sehr schön. Der Holle hat mir geschrieben, ja, du hältst dich dann zurück heute. Habe ich gedacht, so, ich glaube nicht. Nee, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Guck mal, da kommt das frische Fleisch. Ah, also. Fresh meat. Lamb und Beef. Wahrscheinlich muss ich das auch mal. Die haben wahrscheinlich gar nicht sowas wie Dürüm. Du kannst bestellen das Lavastürüm. Lavastürüm, ja, dann nehme ich das. Geht nicht anders. Das schmeckt ganz anders als an der Ayran, finde ich. Echt? Ich kann es gar nicht beschreiben, wie. Ich weiß nicht, ob es fruchtiger treffen würde. Milchanteil. Höherer Milchanteil, ja. Milchanteil milchiger. Ist er, ja. Milchiger, das ist der richtige Ausdruck, er schmeckt milchiger. Oh, stark. Diese Säure vom Joghurt ist ein bisschen weniger auch bei dem. Weil es kein säurehaltiges ist. Ja, geil, schmeckt gut. Frischen. Schmeckt erfrischender, schmeckt gut, ja. Hier sehe ich auch schon und das feiere ich hart. Wegen den Mikros und so. Genau. Richtig gutes Salz. Irgendwie Himalaya-Salz oder so sein. Hier auch schon mal so. Also wir haben gerade probiert, dir ein Dürüm zu bestellen. Die haben ja kein Dönerbrot. Die haben aber gesagt, deren Konzept ist so, dass du es selber machen sollst. Ne? Also du hast dein Lavashbrot, da drauf das Fleisch, du hast die Homemade-Knoblauchsoße, du hast die scharfe Soße und dann kannst du es einfach selber machen. Ne? Okay. So, deswegen, das haben wir dir bestellt. Ja. Geil, geil, geil. Also Ferdi hat gerade gesagt, wir müssen noch was auf meinem Kanal klar. Oder aber jetzt wirst du mich voll ins kalte Wasser. Ja? Ich wollte nur sagen, bei dem letzten Video haben sie mich ja als Angeber und wie wenn ich Ding wäre gezeigt. Weißt du, was ich meine? Wärst du so arrogant, oder? Ja, scheiße, genau. Das wollte ich nicht verwenden. Leute, ich bin nicht arrogant. Ich bin ein ganz cooler Junge, oder? Also ich habe Ferdi auch gar nicht so erlebt. Aber manchmal im Video ist es eine, wie man da rüberkommt und natürlich wie sonst das Feeling ist. Ist durch die Schnittart auch manchmal. Dann fällt was weg. Jemand hat einen sympathischen Talk gehalten. Der war aber dafür langweilig und der ist dann rausgeschnitten. Oder wir haben auch bewusst ein bisschen gestichelt. Ne? Mit Jan macht es Spaß. Beim Kochduell stichelt man, Leute. Da muss man Gas geben. Da kann man nicht sagen, ja, ich würde ja wahrscheinlich verkacken. Ne? Da musst du Gas geben und sagen, der andere ist Lappen. So ist es. Ferdi, kannst du schon mal erklären? Wir haben hier drei verschiedene Soßen und ich habe hinten schon am Tresen gesagt, oh, das ist ja fast das Gleiche. Das sind einfach die Klassiker. Ne? Das ist ein Esme, also eine scharfe Paste, ne? Ja. Wo Chili reinkommt, Tomaten reinkommt. Hier haben wir Baba Ganoush. Das heißt, hier ist mit Auberginen, die vorher im Feuer ein bisschen angeflammt worden sind. Und geiles Joghurt mit wahrscheinlich schönen Kräutern. Und dann kriegt man das Brot hier in einem Tuch, damit das warm bleibt. Und hier ist das schöne, warme Brot. Und da kann man schon mal vorsnacken. Komm, wir testen hier mal einmal vor, Ferdi. Boah, mega. Das ist super, super, super erfrischend. Ganz anders, als ich es kenne. Erinnert mich auch wieder ganz an Wien. Von der Konsistenz mega. Einfach 1:1 wie Crepe-Teig. Ist so.
Also erstmal wollte ich noch zu dem Essen sagen, das ist wirklich, es ist ganz anders. Ja. Es hat zum einen einen höheren Säureanteil, dieses Tomatenfeeling geht raus, wir benutzen noch sehr viel Tomate, aber frische, und das ist, glaube ich, eher ein bisschen tomatenmarklastig. Übelst an die Grenze von Intensität. Sehr salzig. Sehr salzig, sehr salzig, aber in einer Kombi mit Brot und so kommt das gut. Also boah, ich finde das schon heftig. Weißt du warum? Weil da viel Tomatenmark drin ist. Ja, ist viel. Das meine ich, weniger Tomaten. Und Tomatenmark ist ja schon konzentriert mit dem Salz. So, jetzt bin ich gespannt, Bruder. Relativ dick geschnittenes Fleisch. Ja, extrem dick geschnitten. Schöne Soße. Oft wird bei den Isländern die Soße verkackt. Das ist typisches Tomatensoße-Feeling. Das ist aber eine milde, ich würde sagen, beinahe sahnige Tomatensoße mit dem Butteranteil. Gefühlt schmeckt bei jedem Biss, die, auch wenn du es nicht drin hast, das Brotfeeling mit, als würde es auf das andere Fleisch übergehen. Finde ich nicht schlecht. Erster Eindruck, Ferdi? Wie du gesagt hast, viel zu dick geschnitten. Aber das merkt man auch hinten. Ne? Der Kollege ist jetzt nicht so der Döner-Experte, was Schneiden angeht. Du weißt, in Istanbul ist es hauchdünn. Und da ist es umso wichtiger, dass du die Scheiben runterkriegst. Und wir sehen eben halt, dass wir keine Scheiben haben. Ne? Wir haben keine Scheiben. Aber generell das Geschmacksbild, Lamm. Immer dein Dürüm. Lamm relativ noch im Hintergrund. Also ist angenehm. Kein intensives Lamm, kein Lammschwanzfett. Wenig oder so. Gewürzt. So, wir machen jetzt hier unseren Biss fertig. Sehr geil, aber ich kann jetzt schon von mir sagen, da hat man definitiv bessere gegessen, würde ich jetzt direkt mal sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber es ist absolut nicht verkehrt, gerade auch der Biss, Leute. Ihr habt dieses geile selbstgemachte Brot, was ein Köpfe erinnert, und eben ein Zufallsprodukt. Geiler Knoblauchlastiger, Minze, Knoblauch, Joghurt-Creme, leichte Schärfe hier durch. Und was übelst geil kam, war dieser Granatapfelkern. Du beißt rein, hast dieses Knacken und noch so eine leichte Süße dabei. Mega. Also ich muss ehrlich sagen, der Spieß ist nicht weit von dem entfernt, was wir mal zusammen gesteckt haben, weißt du? Wenig Gewürze. Ich würde sogar sagen, weniger intensiv. Ja. Aber was Holle gerade auch sagt, ich finde diese Zusammensetzung. Hier ist es wieder geil. Das Lavash, das geil ist, tipptopp. Wenn man das Fleisch jetzt einzeln bewerten müsste, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr geiles Fleisch, eines der besten Dönerfleische, die ich je probiert habe. Aber jetzt muss man das natürlich mit anderen Japlak-Spieß vergleichen. Da hast du eine bessere Referenz. Eben habe ich auch noch dieses krosse Fleisch. Wenn du ein krosses Stück Fleisch hast, ist es Welt. Und dieser Biss mit den Granatapfelkernen, unabhängig auch von der Süße, dieses Explodieren von dem Saft da drin, hat einen übelst geilen Effekt. Oh, super geilen Effekt. Wir haben ganz viele Geschenke, Leute. Ne? Ja, ja, da kommt jetzt irgendwie noch mal was. Die probieren uns zu bestechen. Hier, Jasko, diesen Biss musst du mal probieren. Pass auf, ja. Das ist geil, ne? Sehr heiß. Sehr heiß. Krass, was für einen Unterschied das machen kann, ne? Wenn man einfach nur die richtige Proportion von den Zutaten hat. Nur das Fleisch jetzt vom Ding her. Auch gut, auch sehr, sehr gut. Aber halt ausbaufähig noch, aber trotzdem gut. Also sagen wir mal so, kurz gefasst, alles drumherum ums Fleisch erstmal Welt. Beim Fleisch, sowohl vom Schnitt als auch von der Würzung, von der Intensität, ist noch was zu machen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr nach Wien fahren muss. Ich kann jetzt auch mal nach Antwerpen fahren und guten Döner essen. Ja, gut. Ja? Stimmt, hier oben findest du sonst nichts, ne, in die Richtung. Gar nichts. Deswegen, ich bin super happy. Oder versuchst du gerade die Kurve zu kriegen? Nein. Ja, er versucht jetzt schon die Kurve zu kriegen. Die Frage ist, mit was vergleichst du es, weißt du? Also wenn du es wirklich mit oben vergleichst, dann ist es schon deutlich abgeschwächter. Aber wenn du es mit allen Dönern vergleichst, ist es schon deutlich stärker wiederum. Ja. Stimmt auch wieder, gebe ich dir recht. Ja. Mit meiner Deutschlandliste ganz oben kann er nicht mithalten. Kann halt nicht jeder der Beste sein, ne? Nee. Für die, die Ferdi nicht kennen, der ist bei TikTok gekocht und da kommt sein ganzes Wissen auf. Ja. Also er hat ein richtig gutes Kochwissen, weil er eigentlich das, was er den ganzen Tag macht, ist Kochen. Ich habe auch Ferdis Kochbuch zu Hause, ne? Weißt du, was ich vorschlagen wollte? Eine Videoidee für dich. Komm mal, Jasko war schon bei mir zu Besuch. Komm mal ein Wochenende zu mir. Oder einen Tag übernachten. Ramen. Ich kann nur Ramen. Ich sag's hier auf YouTube, ich werde dich bekochen. Du wirst danach nach Hause gehen und ein Gefühl haben, wie wenn du mit dem nach Hause gehst. Vielleicht machen wir das mal am Wochenende bei Ferdi. Guck mal, Ansage, mit Ansage. Lass den Daumen oben scheppern, wenn ihr es sehen wollt. Dann machen wir ein Wochenende. Wie viel bietet er, wenn er verkackt? Wenn der Holle nach Hause geht und sagt, es hat nicht geschmeckt und war kein geiler Tag. Unter 8 per Bon. Unter 8, sogar unter 8,5. Oh. Dann gebe ich an euch, also an die Community, 1000 Euro. Oh. Ich wollte Geld nicht. Ich will das am Ehrenwort. Ja, wirklich. Aber du wirst auch sportlich aktiv werden. Ja. Weil wir müssen wandern gehen dafür. Müssen wir? Ja. Wir jagen wir selber denn? Nein, aber wir gehen einen Wasserfall besuchen und werden oben am Schloss kochen.
Echt? Ja. Okay, hört sich geil an. Vertrau mir. Ich löffle hier die ganze Zeit schon wieder diesen stichfesten Joghurt. Der ist so geil. Der ist so aufgeschlagen, der ist luftig locker. Wir sind ja noch gleich den Rest der Foodtour machen. Für euch seht ihr gleich die Abschlussbewertung und ob Jasko seine 1000 Euro verliert. da sehen wir uns gleich. Da sehen wir uns gleich. Bis gleich. Also wir sind durch. Danke, Jasko, für die geilen Tipps und danke für den Einsatz für die Community. Wir schauen jetzt natürlich, ob du blechen musst. Ich habe so ein starkes Gefühl, ne? Soll ich anfangen mit Spot Nummer 1? Gerne. Also Spot Nummer 1 enthalte ich mich tatsächlich, weil ich habe keinen Plan von Seafood. Da jetzt zu sagen, irgendwie gut, schlecht, kann ich nicht machen, enthalte ich mich. Was sagst du bei Spot Nummer 1, Freddy? Cool, mal dieses Feeling und diesen Genuss mal erlebt zu haben. Und qualitativ war es ja auch jetzt nicht schlecht. Also ich würde dem schon eine 8,3 geben. Echt stark. Geh ich mit, Ferdi? Geh ich mit, habe ich nichts hinzuzufügen, ja. Ich, wie gesagt, ich kann ja nichts zu sagen, kein Plan davon. Spot Nummer 2, die Burger, Ferdi. Oder erst mal du, Jasko, erst mal du selber nochmal. Willst du erst mal vielleicht den Döner? Okay, nehmen wir Döner zuerst. Ja, okay. Oh, scheiße, muss ich erst mal nachdenken. Da bist du der Experte, bin mal gespannt. Aber sagt ihr ruhig schon mal, sagt ihr ruhig schon mal. Also, Döner für mich, weil ich muss das vergleichen mit allen Dönern, die ich zur Verfügung habe. Und das nächste, oder der nächste Dönerladen, wo ich mich wirklich dann gut fühle, dass ich da essen kann, der ist in Wien oder in Berlin. Und dafür muss ich sagen, das ist mein neuer Spot. Dafür ist das für mich einer der besten Döner, die ich je gegessen habe. Und ich würde dem locker mal in meinem amateurhaften Ranking einen 9,2 geben. Ja? Oh, ja. Geschmacklich war der gut. Und klassisch ist Istanbul-Art, ne? Wird mit Brot serviert, ohne jetzt belegt und alles drum und dran. Ich rank jetzt nur das Fleisch. Dafür, dass es jetzt nicht unbedingt dünn geschnitten worden ist, würde ich dem Ganzen 8,5 geben. Ja. 8,5. Also ich habe mich, bevor ihr was gesagt habt, auf eine 8,3 geeinigt. Der Biss hat mit dem Granatapfel, wenn ihr euch daran erinnern könnt, der hat auch viel noch rausgehauen. Gesamtprodukt ist schon geil, aber beim Fleisch hapert es noch ein bisschen. Ja. Aber sonst top Ding. Also noch bis zum Game, Jasko. Oh, super, super, super. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das Blatt könnte sich jetzt gleich wenden. Ja. Was sagen wir zum Burger? Komm, ich kann gerne anfangen. Ich bin ehrlich. Es war für mich nicht so schlecht, aber ich muss ehrlich sagen, für mich war es nicht mehr als eine 7-0. Ja? Ich schätze das, dass sie da lokale Ingredients verarbeiten, dass sie dann auch ein cooles Konzept haben. Ich finde das nice mit dem Ladenbau und Co., das Konzept, wie die es machen. Aber am Ende, das Fleisch hat verkackt. Und die Auswahl der Zutaten. Deswegen eine sehr, sehr nett gemeinte 7-0, würde ich mal sagen, ja, um ehrlich zu sein. Was hast du, Ferdi? Bruder, ich muss da ein bisschen härter zugreifen, weil ich jetzt als Koch, der selber gerne Burger zelebriert, auf jede Art und Weise, habe vorher auch diesen Begriff mangelhaft verwendet. Und in der Schule wissen wir ja, was mangelhaft heißt. Ich würde dem Ganzen eine 5,8 geben. 5,8? Jetzt müsstest du mathematisch irgendwie so 9,9 geben. Also ich hatte ja noch anderen Burger als ihr. Ich denke, meiner war noch ein bisschen brauchbarer. Ich gebe eine 6 von 10. Eine 6 von 10 ist, denke ich, noch realistisch. Ja, das heißt, du, Jasko, mein Lieber, bist ein Tausender. An die Community los. 500 Euro Gutscheine. Da freue ich mich. Ja. Jasko, war das gerne. Einfach random. Schreibt irgendwas rein. Egal was. Irgendwas Cooles. Ich scheiß drauf. Ich nehme irgendwas einfach. Irgendwas, was gesagt wird. Und lass den Daumen oben scheppern. Also für die Aktion auch von Jasko will ich mindestens die 15.000 Likes sehen. Mindestens. Aber dann nicht nach Sri Lanka. Dann nicht nach Sri Lanka. Okay, gut. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einen weiteren Foodspot ab. Wir gehen jetzt bei Ferdi weiter, guckt im Video rum, auch den Ferdi unbedingt abonnieren, schauen, was der macht, geilen Food-Content. Aber erstmal ein Video bei Ferdi auf dem Kanal mit uns beiden direkt. Ja. Kuss, Kuss, jawohl. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag.